So Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Wundertausch-Video. Und ich mache das heute, weil ich eh noch nicht schlafen kann, jetzt anders, dass ich das jetzt in der Nacht aufnehme. Weil es mir halt einfach gefällt. Einfach so. Und ihr seht es am Thumbnail, ihr seht es in der Beschreibung, welches Pokémon heute vertauscht wird. Nämlich ein Pandya. Aber es ist nicht irgendein Pandya, sondern es ist ein Umkehrungspandya. Problem an der ganzen Geschichte ist, eigentlich ist Pandya mit Umkehrung außerhalb 5. Generation Dream World nicht gerade nützlich, um sich selber zu boosten. Das ist schade. Macht Pokémon wie Calamanero definitiv besser. Aber ich finde, Pandya mit versteckter Fähigkeit hat dann doch schon irgendwo was. Und vielleicht gibt es einen, der es auch gut gebrauchen kann. Und diese Leute möchte ich jetzt gerne mit diesem schönen, sich immer wieder ändernden Muster, ja, beglücken. Und ich würde auch sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, ich möchte das Pokémon zum Tausch anbieten. Und wir beginnen mit der Suche nach Tauschpartnern. Und das Pandya sieht einfach aus, als hätte es einfach mit dem Mund im Nutella-Glas gehangen. So von wegen, Nutella, Und dann Pandya und guckt es sich so an und will dann sagen, aber ich war doch gar nicht am Nutella-Glas. Und ich nehme es auch in der Nacht auf, damit ich jetzt irgendwo... Wow, wie Brava. Nicht schlecht. Weil ich jetzt irgendwie nicht mit Japanern tauschen möchte. Weil wegen Zeitverschiebung und so und Japaner schlafen. Und ich kann dann halt in Ruhe tauschen. Aber schon mal ein Vibrava bekommen. Nicht schlecht. Okay, ich meine, so kann der Wundertausch immer weitergehen. Vollkommen in Ordnung. Und es ist so süß. Schaut es euch an, dieses Pandya. Ja. Ich meine, gut, es gibt natürlich jetzt die Fähigkeit Tempomacher, womit Pandya durchaus nützlicher ist. Aber ich weiß nicht. Ja, doch, es ist eigentlich schon mit einem Step-Fuchtler ist es eigentlich schon echt gut. Aber Pandya ist jetzt auch nicht so das übertrieben gute Pokémon. Es hat maximale Werte von 240 auf 5 Werten, also Angriff bis Initiative. Und 324 in der KP. Ich weiß nicht, also es hält kaum einen Angriff stand. Lass mal gucken. Auf Level 100. Ja. Da hätte es mit einem neutralen Wesen und ohne EVs. Awesome Kiwi. Geil. Cooler Trainername. Da hätte es mit neutralem Wesen und keinen EVs auf Verteidigung 156 auf Level 100. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie das dann auf Level 50 aussieht. Wobei, wieso mache ich das mit dem Taschenrechner? Ich mache das jetzt einfach mal hier. 50 und wir sind bei 80. Eine 80er Verteidigung. Eine 8. Ich weiß nicht, also damit reißt es nicht gerade viel. So, meine Meinung. Kecleon. So ein Kecleon mit Wandlungskunst wäre mal nicht schlecht.
Wäre halt cool, wenn das mal käme. Octavian versandte Kecleon. Kecleon? So, Wundertausch. Und ich muss schon wieder lieber. Ich muss schon wieder das Kabel anschließen. Das ist doch unglaublich. Das merke ich bei meinem normalen DS, den ich nicht fürs Aufnehmen benutze. Merke ich das total. Ey, der braucht so viel Saft. Ich muss ihn, glaube ich, zweimal am Tag aufladen. Das ist unglaublich, ey. Hm, robust und Farbwechsel. Naja. Gut, dann nehmen wir halt das Pandier mit dem Fleck auf der Stirn. Und schauen mal, was wir dann bekommen. Und die Chance, ein Pandier oder zwei Pandier zu bekommen. Oh, ein Japaner. Wow. Und ich dachte, ich bin von denen verschont. Naja, gut. Die Chance, ein oder zwei Pandier mit gleichem Farbmuster zu bekommen, liegt bei über 4,2 Milliarden. Also jedes 4,2 Milliardste Pandier hat theoretisch ein gleiches Farbmuster. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Unglaublich, wie viele verschiedene Pandier es gibt. 4,2 Milliarden verschiedene. Ist ja fast wie bei Menschen. Und warum schickst du mir ein Zickzacks auf Level 10 mit Völlerei? I don't get it. I don't get it. Rayquaza for the win. Mayos, Georgia. Okay, dann gucken, was wir von May bekommen. Ein Flurmel. Also bis jetzt ist mir das Glück noch nicht so ganz hold. May versandte Whismur. Whismur! Mäßig mit Lärmsch. Oh, und Sondersensor. Nicht schlecht. Gar nicht mal so übel. Gar nicht mal schlecht. Schauen wir mal, was das nächste Pokémon denn bringt. Ah, ein Italiener aus Kalabrien. Ciao, come va? Ja. Ah, hola, como está? Nee, hola, qué tal? Ach, was laber ich da? Ich sollte lieber bei Englisch bleiben. Ich glaube, ich habe gerade meinen Popschutz angespuckt. Ew. Tsukuyomi. Ein Italiener, der sich einen japanischen Namen gibt. Das wäre ungefähr genauso, als wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde. Weiß nicht. Mir einen ukrainischen Namen zu nehmen. Was? Was? Nein. Also. Ja. Ah, naja. Egal. Lassen wir das. Kümmern wir uns um das nächste Pandier, was verschickt wird. Ist auch so ein komisches Nutella-Pandier. Hm, ich war aber gar nicht im Nutella, das ist doch Pandier, das warst du. Nein. Und was ist das an deinem Auge? Das war Zachary aus Michigan. Pandier, hör auf damit.
Hör auf, mich anzulügen. Ach, war Zachary. Nein, nicht Zachary. Aber siehst du? Ein Carpador. Pandir, geh bitte. Magikarp. Serious? Ach, komm schon. Ey. Wenn dieses Magikarp jetzt nicht irgendwie was Cooles, so ein cooles Wesen hat oder so, oder wenigstens Hochmut oder was weiß ich. Ah, es ist froh. Natürlich ist es froh. Deswegen platscht es auch so fröhlich hin und her und hin und her. Und hin und her. Und Pandir schwingt hin und her und hin und her. Spanien, Andalusien. Hola, ¿qué tal? Ein Nebulak. Gar nicht mal so schlecht. David versandte Nebulak. Aber das muss ein deutsches sein, weil mir ist jetzt nicht bekannt, dass es irgendwie in anderen Sprachen auch Nebulak heißt. Ökotrophe. Okay. Originaltrainer Ökotrophe. Okay. Wenn ihr meint. Tobi aus. Oh mein Gott. Ich tausche mit einem Deutschen aus Niedersachsen. Kümmere dich gut um Pandir. Ein Dodo. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, das einfach mal ins Team zu nehmen, so ein Dodri. Dodo, weißt du, gib mir auch noch ein englisches. Weißt du, Tobi, nichts gegen dich, aber wie wär's, wenn du mir einfach mal eins von deinen Pokémon schenkst? So Zuchtreste-mäßig. So wie ich das tue. Na, oh, okay. Nein, stattdessen schickt man mir ein spanisches. Ich merke schon, dieses Dodo hat Temperament. Es feuert. Da ist Power drin. Oh ja, ich spür's schon. Oh yeah. Noah aus Washington. Okay, cool. Was für ein Zufall. Ich bekomme ein Doduo. Mensch, ich krieg mich ja gleich nicht mehr ein vor Lachen. Oh Mann, ey. Ist das witzig. Und ich merke schon, man kriegt einfach andere Pokémon. Weil jetzt noch, also weil jetzt ganz andere Personen online sind als sonst zu der Zeit, an der ich sonst aufnehme. Und. Oh, da kriegt man einfach mal einen Panzereron. Okay. Nicht schlecht, also. Versandtes Sly. Dankeschön.
kümmere dich gut um Sly. Das werde ich vielleicht tun. Vielleicht. Lasch mit Robustheit. Mhm. Na dann. Dann kümmere du dich gut um mein Pandier. Was ich gezüchtet habe, extra nur für euch. Beziehungsweise für dich, der du das Pandier bekommst. Amber aus Wisconsin. Ich tausche überwiegend nur mit Amis. Ich finde, das ist viel entspannter, weil dann kriege ich nicht so eine Scheiße wie Trasler oder Zickzacks oder was weiß ich, wenn ich dann jeden Morgen mit einem Japaner tausche. Das ist schrecklich. Guck mal, ich bekomme ein Sodamark. Weil es Sodamark, aber... Ich bekomme ein japanisches Sodamark. So, wir sind jetzt bei fast der Hälfte angekommen. Und ja, tauschen weiter. Pandir, das ist auch so ein Nutella-Pandir. Schrecklich. So viel Nutella habe ich gar nicht. Ich hätte jetzt einfach alle Nutella nennen müssen. Du hast da Nutella in deinem Ohr. Und dann versucht das Pandir seine Spuren zu verwischen. SHK Lucker Hype. Lucker Hype. Lurker Hype. Ach, keine Ahnung. Oha! Oha! Ich krieg einfach. Okay. Ich krieg einfach mal ein Gryffeldis. Ohne Scheiß. Ich verleg den Wundertausch, ey. Ich mach den nicht mehr morgens. Ich mach den jetzt einfach nachts. Das ist ja viel geiler. Ach du Scheiße. Krass. Oha. Das ist heftig. Krass. Und ja, was soll ich sagen? Die Woche ist fast schon wieder vorbei. Leider. Und ja, ich wollte es jetzt mal anders machen, für diese Folge zumindest. Ein Mexikaner schickt mir Zickzacks, ja ganz toll. Kriege ich einen kleinen Antonio hier, Antonio Banderas. Auch wenn Antonio Banderas kein Mexikaner ist, aber das ist ja scheißegal, er ist Spanier, aber... Ne, ihr wisst ja, was ich meine. Aber... Ich würde sagen, wir machen es mal so ein kleines bisschen anders. Wir werden die Frage der Woche einfach mal für diese Folge auslassen. Stattdessen schreibt ihr mir bitte so ein deutsches Zickzack. Okay, cool. Stattdessen schreibt ihr mir... Boah, ich habe gerade voll den Hänger gehabt. Ich habe so... Und habe so auf meinen DS geguckt. Egal. Auf jeden Fall, schreibt ihr mir bitte, worüber ich denn reden soll. So Pokémon-Themen oder was auch immer, was ich ansprechen soll, worüber man auch diskutieren kann. Und ja, das kann ich dann auch in den nächsten Wundertausch-Videos einfach bringen. Oder im nächsten Wi-Fi-Battle oder irgendwie beim nächsten Was? Nein, nicht bei Perlu. Ja, auf jeden Fall sowas. Wie gesagt, schreibt mir mal Themen rein, zu denen ich was erzählen soll und warum ich sie nennen soll und was weiß ich. Macht es einfach mal bitte. Weil das wäre
auch mal interessant, so was ihr gerne, ich sag mal, gerne hören wollt. Weil ihr seid meine Abonnenten, wovon ich mittlerweile schon über 400 habe. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Und bei mittlerweile über 400 sind doch bestimmt einige dabei, die sich denken, würde er doch mal über sowas reden, was ich mir vorstelle. Ich weiß nicht, was ihr euch so vorstellt. Deswegen schreibt es mir mal in die Kommentare. Und dann kann ich das auf jeden Fall die nächsten Male ja mal aufgreifen. Ich meine, wir sind mindestens 40 Minuten miteinander beschäftigt. Beziehungsweise ich jetzt mit aufnehmen und ihr dann nachher mit zugucken, beziehungsweise mit Video schauen. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, wäre es ja mal cool, wenn man dann mal über sowas redet. Und ich bin auch nicht gerade der Kreativste. Das musste man jetzt auch noch dazu sagen. Ich muss auch sagen, ich tue mich da voll schwer, weil ich will die Leute nicht langweilen. Aber ich will dann jetzt auch nicht so von wegen, ich mache jetzt einen auf Klugscheißer, ne? Weil niemand mag Klugscheißer. Ne, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe das schon, boah, ich sag das viel zu oft. Tut mir leid. Aber schreibt mir, wie gesagt, mal rein, über was ich denn so reden soll. Wir sammeln das alles mal und dann werde ich das dann auch mal mir dementsprechend mal filtern. Und wenn ihr keine eigene Idee habt, aber dafür andere gute Ideen bringen, könnt ihr diesem Kommentar auch gerne einen Daumen nach oben geben. Und dann sehe ich auch, welcher Kommentar so gut ankommt, über was ich reden soll. Und da will ich jetzt... Oh, von Joaquin. Chillig. Ah, trotzdem. Mach mal weiter. Nee. Damit ich auch einfach weiß, hier, darüber möchten dann die Leute auch was erfahren. Und nur darüber möchte man reden, diskutieren. Und ich würde gerne mit euch diskutieren. So, ne, in den Kommentaren. Ihr wisst auf jeden Fall, was zu tun ist. Deswegen werde ich da auch nicht näher drauf eingehen. Und wir widmen uns jetzt wieder ein wenig intensiver diesem Wampel, was ich gerade bekomme. Sag mal, willst du mich verarschen? Chenipote, das klingt für mich schon französisch. Chenipote, ja, das... Ne? Ich habe so das Gefühl, das ist ein französisches Pokémon. Ew. Was soll ich sagen? Es ist ein französisches Pokémon. Hey! Hallo! Oh Mann. Oh Gott. Ich bin ein französisches Wampel. Ich bin scheiße, weil ich so hochnäsig bin. Aber Wampel, du hast doch keine Nase. Und was sind diese zwei dicken Klumpen in meinem Gesicht? Etwa mein Arsch? Also, wenn du das so siehst... Ja, du bist ein Arschgesicht. Und dann guckt dich Wampel an mit seinen großen, riesigen Knopfaugen. Und du siehst schon, wie sich das Wasser staut. Und es dann einfach anfängt zu weinen. Du denkst, nein, Wampel, das war doch nicht so gemeint. Du bist doch ein schönes Pokémon. Und ich bekomme einen Trasler. Ich habe gedacht, ich bin jetzt wirklich mal bei diesem Wundertausch mal so ein bisschen davon verschont. So ein bisschen.
kühnen Synchro. Wow. So. Zack, das machen wir auch zu. Das machen wir zu. Und wir tauschen auch mit Danny aus Florida. Komm, ich bin Daniel, du bist Danny. Klingt ja schon fast gleich. Also müssten wir beide auch coole Pokémon tauschen. Wisst ihr, unterdenkt man? Man bekommt coole Pokémon. Ich habe immerhin jetzt schon mal einen Vibrava bekommen und ein Grüffeld ist auf Level 50. Das ist immerhin schon mal was, aber was bekomme ich jetzt? Zickzacks, Trasler und Pfiffchen und Wampel und Dartiri und Booger. Wow, Booger. Klasse. Ganz toll. Okay, wir suchen nach Tauschpartnern. Und wir suchen. Und ich glaube, wir finden keinen. Und ich habe mir gerade schon noch gedacht, eigentlich geht dieser Wundertausch relativ schnell vorbei. Oh, wir haben noch einen gefunden. Hallo? Tyler aus Mississippi? Und der schreibt Hallo? Hallo, Tyler. What's good? Riolu. Nicht schlecht. Ein Riolu. Trotzdem finde ich, es wird langsam Zeit, dafür mal ein besonderes Pokémon zu kriegen. Weil ich finde es lustig. Ständig kriege ich dann so Standardkram wie Zickzacks, Trasler, Pfiffchen, Wampel. Vielleicht ist da was Cooles bei wie Vibrava, wie Grifeldis, wie was weiß ich, ein hartes Carpador oder auf jeden Fall was Cooles. Und dann höre ich von anderen, ach ja, ich habe im Wundertausch habe ich einen Reshiram bekommen. Und du denkst dir, was? Oh ja, ich habe im Wundertausch auch einen Xerneas bekommen. Wie bitte? Ey, ich will mit dem auch tauschen. Und dann denkst du dir, ey, das kann doch nicht sein. Wisst ihr? Und deswegen tausche ich ungerne mit Franzosen. Weil die so eingebildet sind, dass die denken, ach ja, das ist ein komischer Deutscher. Dem drücke ich jetzt einfach mal so richtig Scheiß-Pokémon rein. Aber so richtig. Und es ist auch noch ein stinknormales. Ja, weil locker auch so viel bringt, so verteidigungsmäßig. Im Nuvaria-Wald. Gott, bist du lustig. Los, Pandio. Ich schicke dich auf die Reise. In ein unbekanntes Land. Da gibt es das Pandia, was ich meinte,
Dum, dum, dum. Und dieses Pandir, das ich meine, nennt sich Pandir. Dieses Pandir geht jetzt nach Brasilien. Rio. Was? Was? Okay. Okay, tut mir leid. Okay. Ich habe mich wieder so ein bisschen verleiten lassen. Ey. Der Wundertausch hat so geil angefangen. Ich hab gute Pokémon bekommen. Und jetzt... Ich kann da nichts mehr sagen. Ey, ohne Spaß, das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Das ist doch nicht euer Ernst. Froh mit Brustbieter, Junge. Ernsthaft. Serious? Why is everybody so serious? Rita aus Tennessee will mit mir tauschen, mein Pandir mit ihrem Pokémon. Ja, ich bekomme ein Pokémon. Hoffentlich was Gutes. Und ein Shinox, ja, das ist doch mal ganz gut. Jetzt leider warte mal nie was. Oh Gott, ey. Ich muss echt pennen gehen. Da geht gerade gar nichts, ey. Ich glaube, wenn ich jetzt noch länger wach bleibe, dann wird mein Gehirn so matschig, dass ich dann vollkommen abdrehe. Mutig mit Bedroher. Nicht schlecht. Gar nicht mal so übel. Der Adrian aus Kalifornien. Dann tauschen wir mal Adrian. Adrian! Ein Barschwar. Auch nicht schlecht. Ja, ich möchte einen Wundertausch durchführen und es sind jetzt die letzten Pokémon. Anubis. Das kann Surfer und... Whoa, wait. Mäßig aus einem Ei. Route 7. Es ist immerhin mäßig. Okay, das ist cool. Das ist nicht schlecht. Aber man kann so einfach ein Barschwamm mit Surfer tauschen. Und ich dachte schon, dass man Pokémon mit VM-Attacken nicht tauschen kann. Oder nicht tauschen darf, weil... dieses Pokémon kennt eine wichtige Attacke oder irgendwie sowas. Was? Okay, ich tausche jetzt gerade mit Vegeta. Oh Gott. Oh Gott, da kommt jetzt was Cooles. Da bin ich jetzt sicher. Vielleicht ein Panflam oder so, weil Monkey und Saiyajin und... Warum wundert mich das nicht? Okay, ich meine... Ist ja jedem selbst überlassen, aber gut. Ich meine, Inkognito kriegt man auch nicht alle Tage. Um Himmels Willen. Ach, das ist aus einem Wunderding. Lol, aus der... Geil, aus der Wunderhöhle. Stimmt. Da gibt's ja Inkognito zu fangen.
verhöhnt. Ganz vergessen. Duke aus North Carolina. Und ich finde es trotzdem super geil, dass so viele Amis on sind. Ich meine, da ist jetzt, glaube ich, Vormittag oder so. Ja, oder Mittag. Ja, ich finde es aber nicht cool von euch, dass ihr mir so eine Kacke schickt. Ja, wenn ich dich sehe, Wingirl, dann denke ich das auch. Und dann kommst du so rübergeflogen und ich denke so, nein, bitte nicht. Komm nicht hier rüber. Nein, ich will nicht. Bitte. Und dann fliegt diese eklige Möwe einfach vor mir. Oh, auch mäßig. Heute haben wir es aber mit den mäßigen Pokémon. Und ich glaube, das wird jetzt der kürzeste Wundertausch, den ich bis jetzt hochlade. Ich weiß selber nicht warum. Ich glaube, ich bin viel zu schnell Tauschpartner. Ah, komm schon. Joris CR aus Florida. Viel Spaß mit diesem schönen Pandier. Ein Zubiris. Gar nicht mal so übel. Und ich habe jetzt eben, als mich dein Despo darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich gesehen, ach ja, in 2 Wochen startet jetzt einfach wieder die nächste Anmeldung für das nächste Turnier. Und ich denke mir so, okay, warum? Aber ich meine, ich werde nicht teilnehmen, weil im Prinzip alle Pokémon bis auf Event-Legendäre erlaubt sind. Heißt, sowohl Mega Rayquaza als auch Proto Groudon als auch Proto Kyogre. Und dann werden alle Teams mindestens 2 von ihnen drin, also höchstens 2 von den Legis drin haben. Man darf höchstens 2 Legis mitnehmen und ich weiß jetzt schon, da sind so viele Mega Rayquazas dann unterwegs. Das ist so schrecklich. Genauso wie dieses Arschgesicht-Wampel. Ich glaube, ich fange mir einfach beim nächsten Mal 30 Wampel und nenne die dann alle einfach Shithead oder so. Was weiß ich, ey. Und vertausche die einfach. Gut, und, oh, dann, das ging viel zu schnell. Ich weiß nicht wieso, aber es ging jetzt voll schnell. Wir tauschen jetzt das letzte Pandier. Wir bekommen jetzt das letzte Pokémon für dieses Video. Und dann ist der Wundertausch auch vorbei. Und ich muss sagen, von der Aufnahme her lief super. Nichts hängt. Alles lief gut und schnell und zügig und tausche jetzt noch mit Kira aus Louisiana. Oder heißt dann Kyra wahrscheinlich. Netter Abschluss. Immerhin ein kleines flauschiges Schäfchen. Kyra. Versandte Mareep. Kümmere dich gut um Mareep. Mareep! Und damit ist der Wundertausch für diese Woche auch beendet. Ich hoffe, er hat euch wie die anderen Wundertausch-Videos auch gefallen. Ich bedanke mich nochmal für den ganzen Support, den ihr diesem kleinen Projekt, ja, was heißt klein, aber, ne, diesem Projekt widmet. Und
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin euch auf jeden Fall dankbar und ich hoffe, wir haben alle noch eine schöne Zeit zusammen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, Gryffeldes und ich werden uns jetzt verabschieden. Wir ziehen uns noch zurück. Was? Nein. Was? Okay. Ich sollte lieber sofort aufhören. Auf jeden Fall, Leute, macht's gut. Viel Spaß bei allen anderen Videos, die ihr von mir schaut. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, wie immer. Wenn ihr es nicht tut, dann tut ihr es halt nicht. Und ansonsten würde ich sagen nochmal vielen Dank. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein und ciao.